Was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crash49 zurück bei Let's Play Fire Emblem Warriors mit Kabelsalat. Ja, weiter geht's jetzt nur mit den letzten der getrennten Kapitel, würde ich mal sagen. Also wo bei den mit der letzten der Kapitel, wo die Gruppe noch getrennt ist. Kronprinz Ryoma. Rowan erholt sich von seinem Fieber und die Gruppe erklärt den Geschwistern von Bushido die Lage. Sie sind skeptisch, beschließen jedoch, sich der Gruppe für ein gemeinsames Ziel anzuschließen. Na denn, dann mal los, würde ich mal sagen. How have we not found Hinoka and the others yet? Unless they've been captured. Prince Ryoma, Norian troops are approaching our position. Very well. We must move to intercept them at once. Yes, sir. You all, continue the search for Hinoka and the others. I'm counting on you. I'm glad you're feeling better, Rowan. I'm very relieved that we could cure your illness. All that's left now is to track down your older brother. Ryoma, was it? Lady Hinoka! Thank the gods you are unharmed! Lord Ryoma dispatched us to find you. Please, we must return at once. Hold on. Can we come with you? We're looking for heroes from other worlds, and it's possible Ryoma is one. Other worlds? What are you talking about? Maybe you're not totally cured. It's true! Listen, there are some crazy things happening right now. So you mean that the world we're in right now isn't our own? This sounds like a fable from some children's book. I understand your skepticism, but it seems to be the truth. If that's the case, well, that's all the more reason to hurry to Ryoma. Okay, move out, everyone! Ryoma besetzt alle Festungen. Ja, so ziemlich dasselbe wird das hier sein wieder. Na denn? Ja. Und Rowan als Erzlord wird hier richtig abgehen können. Da können die Soldaten einpacken. Aber was ist das hier? Ich schätze mal, das sind Heilerfelder. Wird schon schief gehen, ne? Erzlord, das ist echt krass. Also diese Meistersiegel sind wirklich Gold wert. Die muss ich auf jeden Fall alle kriegen. Da steht sich natürlich dann die Frage. Warum so viel Rufzeichen? Ach, weil hier. Axtkämpfe oder was? Stahlschwert? Warum da eigentlich. Sind da keine. Das sind, weil der Wyvern-Ritter sind. Dagegen hat er ja einen Vorteil. Stimmt ja. Als Bogenschützer hat er Vorteil. Na gut, das sind alle. Auf jeden Fall bereit, loszulegen. Für uns zählt auf jeden Fall. Naja, aber doch nur gegen die Wyvern-Ritter kann er was ausrichten. Ziemlich jeder andere Kommandant ist dem leider Gottes überlegen. So ziemlich. Was ein bisschen schlecht ist. Naja, gut. Da würde ich auch sagen, soll ich ihn jetzt erstmal den. Befehl geben, die Pegasus-Ritter anzugreifen. Und sie ist dabei. Torfestung. Ja, den Söldner sollte sie angreifen. Sollte dem hier die Festung erobern. Sie kann leider auch nicht gegen so viele was ausrichten. Ist auch klar, sie ist auch eine Bogenschütze. Sie ist ein Bogenschütze. Deswegen sollte sie vielleicht, weiter kann ich sie nicht führen. Deswegen sollte ich sie vielleicht steuern. Was dich betrifft, du greifst schon mal die anderen Ziele hier an. Na, Moment. Hier. Hat gegen alle einen Vorteil. So. Okay, dann werde ich Sakura dann, durch die Schlacht steuern. Mit dir werde ich schon irgendetwas ausrichten können. Es geht ja nur darum, Festungen zu erobern. Mehr auch nicht. Es gibt keinen wirklich besonderen Endbosskampf hier. Das wird schon irgendwie schief gehen. Oh.
Das wird schon schief gehen. Und eigentlich würde ich nämlich Zakuba gerade abgehen. Ja, so sieht's aus. Ryoma haben wir auch schon. Oh! Ein aufgeladener Angriff. Den kannst du gleich die Schwächen der Gegner herausholen. War das da ein Geschoss? Ballastase sind Fernwaffen, die zu bestimmten Festungen gehören. Erober die Festung und lass mit der Balliste die Pfeile auf Gegner hinabbringen. Ui. Okay, diese beiden Festungen müsste ich einnehmen. Ich komme da nicht rein. Also ich komme da nicht hoch. Ein Torwächter? Haben wir den? Wir sind gerade bei ihm. Aber es kann leider Gottes nicht so viel gegen ihn ausrichten. Naja, ein Spezialangriff richtet das schon im Weg. Du solltest dich nicht dafür entschuldigen. So, der ist down. So. Okay, dann mal los. Wir sind drin. Jetzt wollen wir den Vorpostenkommandant besiegen. Deren Truppen zu dezimieren. Zum Glück einen leichten Vorteil gegen diese Gegner. Eins, zwei, drei, vier. Okay, passt schon. So, der Büffelnritter ist auch down. So, ich bin dann bald bei der Festung angelangt. Noka reagiert schon mal richtig. So, Level up! Hast du auch bitte nötig. So, dann mal nichts rein. Nichts wie rein und abgehen wie sonst was. Diese Festung schon mal besetzen. Das ist das Allerwichtigste. Sehr schön. Auf einmal muss der noch weg. Sehr schön. Jetzt auch die andere Festung für die Balliste erobern. Ah, wir haben es geschafft. Okay. Sieht so aus. Na, nice one. Nice one. So gefällt mir das. So, wie gehe ich jetzt am besten vor? Muss jetzt mal ein bisschen strategisch denken. Schick ihn am besten hier hin. Du solltest, ihr beiden solltet auch nicht da stehen. So, du nimmst dir den Retter vor. Alright, alright.
sind ein paar Gegner, die du da bekämpfen könntest. Da haben wir auch schon Ryoma. Das ist gerade umzingelt von einem Haufen Feinden. Aber das wird schon irgendwie. Kommt sie nicht dahin? Das ist doch verrückt. Ach, weil da zu ist, ne? Schätze, wir müssen da erstmal so ein Tor öffnen. Sonst geht das nicht. Da müssen wir irgendwie rein. Na schön, wir müssen da irgendwie hin. Versuchen wir selbst irgendwie hin zu gelangen. Vielleicht. Nee, die Tore sind alle zu. Wir haben ja die Festung bereits erobert, aber wie soll das jetzt weitergehen? Uns jetzt mal erreichen. Aber es würde nichts bringen, er kommt ja nicht rein. Wir kommen jetzt gar nicht. Da ist noch jemand. Da. Dass wir den hier aus dem Weg kommen. Truppen müssen stärker werden. Wenn ich das wüsste, ich muss erstmal. Ich muss sowieso erstmal hier ein paar Gegner fertig machen. So. Schon mal weg. Schon mal der den dunklen Magier losgeworden. Oh! Hardly. I'm all right. I trust that the rest of you are uninjured as well? Excellent. Our foes don't seem eager to grant us any respite. Come on, then! Come and join the countless fools who have fallen before the power of my blade! Inoka, Takumi, Sakura, are you ready? You know it, brother. Just leave it to me. Do my best. All right, focus on this area first. We must push them back. Wie haben sie es zu ihnen geschafft? Also meine Kameraden, also meine CPU-Kameraden machen einen besseren Job als ich. Das sieht man selten bei solchen Spielen. Die haben die CPU-Partner wirklich OP gemacht. Aber ohne Scheiß. Da geht aber auch ein bisschen was um die Strategie verloren. Aber dafür hat man weniger Stress hier. So. Na denn? Helfen wir mal wieder ein bisschen aus. Versuchen jetzt die restlichen Festungen zu erobern. Wir kommen alle zurecht. Ja, wo lange jetzt? Das ist die Frage. Hier ist er zu. Was soll ich denn zu den anderen stoßen? Irgendwas muss ich übersehen haben die ganze Zeit. Ja, es muss doch ein Weg gehen, reinzukommen da in die eine Festung. Guckst du es dann an? Die Tore sind alle verschlossen. Wie haben sie es dann geschafft, zu ihnen zu stoßen? Dann muss ich mal die Karte ein bisschen vergrößern. Vielleicht habe ich da was übersehen. Nee, ich sehe nichts.
was ich übersehen haben könnte. Ich verstehe es auch nicht. Meine Fresse, sorry Leute, dass ich da ein bisschen herumirre. Ein verirrtes Schäflein. Also was ich machen kann, ist ja ein bisschen Kampfvorteil verschaffen. Ach so, hier. Ich beeil mich ja. Ich bin ja jetzt da, um auszuhelfen. Noch besser, mit ihm ist es besser. Warum hat das nicht gleich gemacht, ey? Der geht voll ab hier. Mit ein paar Schlägen waren die schon kaputt. Level Up könnte aber besser sein. So, die Wiffernritte sind auch schon mal weg vom Fenster. Ah, jetzt. Ich glaube ich nicht nur, ich weiß es sogar. Wir werden das schon irgendwie hinbekommen. Wow. Schön. Zeit, die restlichen Festungen zu erobern. Yes! Ready to go shopping? Wo? Oh! So weit unten? Verdammt nochmal! Zum Glück habe ich einen Direktweg. Zum Glück gibt es einen direkten Weg hin. Na schön. Da bist du, Anna. Da bin ich. So. Das Andenken. Aber mir fehlt immer noch das Meistersiegel, das es hier zu geben scheint. Ich wüsste so gern, wo man es kriegen kann. Moment. Da müsste es ja auch irgendwo eine Truhe versteckt geben. Noch mehr? Oh shit. Na warte. Was ist all that commotion? Something happened outside. Don't mess with me. Sounds like their reinforcements are no joke. We should keep our distance. Watch this. Schau mal an, wie der mit den Spielen umgehen kann. Aua, hey. Tja, wir haben schon einen Großteil von besiegt, ey. Aua! So, das wär's. Und jetzt hier. Wollen wir es damit mal beenden? So, die Wiffern Lordsfeinde alle erledigt, ne? Die Mission haben wir eigentlich schon erfüllt. Oder nicht? Ach, da sind noch welche! Das sind noch so viele, ey. Ich dachte, alle haben sich, hätten sich hier, hier versammelt. So, da ist der nächste Wiffern dort. Er will hier die Festung erobern, aber nicht mit mir. Das weiß ich zu vermeiden. So, das wär's. Yes, und sogar noch Level Up Fee. Oder Mönche. Hm. Frederick. Worried,
Oh. Noch mehr Level-Ups gibt's hier. Ist mir für Inoka. Ich hab Zeit. Ich will mich erstmal den anderen Feinden hier widmen, die was hier Unruhe stiften. Und ich sehe die Truhe gerade. Ganz oben. Dafür muss ich auch sorgen. So, der ist auch schon weg. Den großen Platz erobern. Ah, aber wir haben alles, ziemlich alles andere schon erobert. Gut, da muss ich mich aber erstmal bei einer Lady Truhe holen. So. Victory is within our grasp. Give it everything you've got. Der Vorposten wird auch noch schnell erobert. Na? Verschwinde, Mann. Wo ist hier die Truhe? Oben. Ich sehe sie erst jetzt. Oh, ja, Dauerfeuer. Dauerfeuer. Nice one. Und tschüss. Yes. Ja, du zeigst auch wirklich deutlich, wie stark du bist, Kumi. Was? Nein, ich wollte auch die Truhe holen. Wie schnell die waren. Nein, ich habe das meiste hier nicht bekommen können. Ach nö, das brauche ich doch. Dann muss ich mir offscreen irgendwann holen. Wie die aufgeräumt haben, ist echt unglaublich. Meine Truppe ist echt stark. Jetzt schon zu stark für meinen Geschmack. Oh, jetzt kann ich für mich ist es jetzt kein Sieg, sondern eher eine Niederlage. Da ist sie. Komm schon, mach auf, mach auf, mach auf. Mann! Ach! That was too easy. And that about sums it up. Next, we want to try and meet up with my sister's group. Another world. I'd never have figured that out. Inoka, Takumi, Sakura, you three should remain with our new friends. What? Why? We don't know enough about this place. Work with them and learn all you can. I'll take the Hoshiden army and continue the search for Korin. All right. We'll keep an eye out for her as well. I'd expect nothing less. Looks like we're stuck with you people a little while longer. Sorry for a bother. Don't look so worried. You're part of the team now. Yeah, the team that's gonna find your other lost sibling. Korin, was it? I appreciate your enthusiasm. I was the strongest? I knew it! Stronger than fate. I feel like I know you. A gleamstone hidden within me. I still can't quite believe it. I'd have trouble believing it myself if I hadn't been there. Do you remember what the Temple Sage told us about the legend of this land? That power resides in the gleamstones carried by heroes from other worlds. Exactly. He mentioned heroes. And I'm no hero. You really believe that? I thought you were a hero long before coming here. You remember what happened back in Elise, right? If I was a true hero, there wouldn't be so much suffering in my own home. If only I could get stronger. Regardless of what happened in the past, you've never been one to just sit back. You fight with all your strength for the protection of everyone, don't you?
That's the Krom that the people, as well as the shepherds, rely upon. And yet, Elise's problems remain. The people have been suffering since the last war, and I can't do a thing about it, except for worry and be a burden. It's so pathetic. A burden? Pathetic? You're the only one who thinks that, Krom. If you see someone in need, you help them. Isn't that just your way? Just like when you found me, you had no reason to help me, and yet you did. That is the only way I know how to live my life. It's those unwavering ideals that motivate so many people to fight by your side. This is just my opinion, but being a hero doesn't mean you have to be perfect. A hero is someone who cares for the people around him, and who guides them. So by that logic, without anyone around, a hero is just a normal person? That's one interpretation, but still, you're always surrounded by friends. Yeah, you're right. Because I can't do anything by myself. That's what you're taking away from all this? Just look at how much I rely on you. Without your aid, who knows where I'd be? Oh, come on. You're starting to embarrass me. It's the way that you believe in your friends like this that makes you a hero to me. That's why I'm proud that you were chosen as a hero in this world. Well, if that's the case, I'll just have to become worthy of the title of hero. And our first step is saving this land. You're coming with me, right, Robin? Of course. The future you aim for will be the path I walk. Nothing can stand in our way. Let's go! We're in this together. Okay. Something new has been added. 10 Kilometer mit fliegenden Charakteren zum Glück drin. Und ja. Und damit jetzt die Bande zwischen zwei Charakteren am meisten gestärkt. So. Eine arrangierte Schlacht, darum geht's dann im nächsten Part weiter. Ich werde mich in der Zwischenzeit nochmal aufmachen, mir das Meistersiegel zu holen. Leider muss ich das machen. Weil ich brauche es. Ich brauche es unbedingt. Ohne Wenn und Aber. Und wenn's wem mal zu gefallen wusste, Daumen nach oben und auch Kommentar nicht vergessen. Es sind beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt, klickt wieder rein. Euer Crush for the Fake in ein bisschen Part von Let's Play Fire Emblem Warriors. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute. Now you know what I'm made of.